Das Schulsystem der Zaubererwelt und der realen Welt im Vergleich. Das und mehr jetzt in diesem Video. Ich selber bin ein großer Fan von Harry Potter und ich liebe es, alles über die magische Welt zu erfahren, die J.K. Rowling erschaffen hat. In diesem Video möchte ich mit euch das Schulsystem der Zaubererwelt und das der realen Welt vergleichen und analysieren, was wir von Harry Potter lernen können. Wenn ihr auch Harry Potter liebt und mehr solcher Videos sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wie ihr bestimmt wisst, besucht Harry Potter die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, die eine der berühmtesten und renommiertesten Schulen der magischen Welt ist. Dort lernt er alles über Zaubersprüche, Zaubertränke, magische Geschöpfe und vieles mehr. Aber wie sieht das Schulsystem der Zaubererwelt eigentlich aus? Und wie unterscheidet es sich von dem in unserer realen Welt? Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass die Zaubererwelt eine sehr geheime und abgeschottete Gesellschaft ist, die sich vor den Muggeln, also den nicht-magischen Menschen, versteckt. Das bedeutet, dass die magischen Kinder nicht mit den Muggelkindern zur Schule gehen können. Stattdessen werden sie zu Hause unterrichtet oder besuchen spezielle Vorschulen für magische Kinder. Erst mit 11 Jahren erhalten sie den Brief von der Zauberschule ihrer Wahl oder ihres Wohnorts, der sie einlädt, dort zu studieren. Die Zauberschulen sind sehr unterschiedlich in ihrer Größe, ihrem Standort, ihrem Lehrplan und ihrer Kultur. Es gibt 11 offiziell anerkannte Zauberschulen auf der ganzen Welt, die vom Internationalen Zaubererverband überwacht werden. Die bekanntesten sind Hogwarts in Großbritannien, Beauxbatons in Frankreich, Durmstrang in Nordosteuropa und Ilvermorny in Nordamerika. Es gibt aber auch andere Zauberschulen wie Mahutokoro in Japan, Uagadu in Afrika und Castelo Bruxo in Brasilien. Die Zauberschulen bieten eine 7-jährige Ausbildung an, die in 2 Phasen unterteilt ist. Die ersten 5 Jahre sind obligatorisch und decken die Grundlagen der Magie ab. Die letzten 2 Jahre sind optional und erlauben den Schülern, sich auf bestimmte Fächer zu spezialisieren. Die Schüler müssen am Ende jedes Schuljahres Prüfungen ablegen, um zum nächsten Jahr zugelassen zu werden. Die wichtigsten Prüfungen sind die ZAGS, Zaubergrade, am Ende des 5. Jahres und die OTZs, unheimlich toller Zauberer, am Ende des 7. Jahres. Die Zauberschulen haben auch ihre eigenen Traditionen und Regeln, die von Schule zu Schule variieren. Zum Beispiel hat Hogwarts 4 Häuser, die jeweils einen Gründer und ein Wappen haben. Gryffindor für die Mutigen, Slytherin für die Gerissenen, Ravenclaw für die Intelligenten und Hufflepuff für die Treuen. Die Schüler werden bei ihrer Ankunft in Hogwarts vom sprechenden Hut in ein Haus zugeteilt, das zu ihrer Persönlichkeit passt. Die Häuser konkurrieren miteinander um den Hauspokal, der am Ende des Schuljahres an das Haus mit den meisten Punkten verliehen wird. Die Punkte werden von den Lehrern oder dem Schulleiter vergeben oder abgezogen, je nachdem, wie sich die Schüler verhalten oder wie gut sie in den Unterrichtsstunden sind. Eine weitere Besonderheit von Hogwarts ist der Quidditch-Sport, der eine Art magisches Rugby auf fliegenden Besen ist. Jedes Haus hat eine Quidditch-Mannschaft, die aus 7 Spielern besteht, einem Hüter, der die 3 Torringe verteidigt, 3 Jägern, die den Quaffle durch die Torringe werfen müssen, 2 Treibern, die die Klatsche abwehren müssen und einem Sucher, der den goldenen Schnatz fangen muss. Der Schnatz ist ein kleiner goldener Ball mit Flügeln, der sehr schnell fliegt und sich versteckt. Das Spiel endet erst, wenn der Schnatz gefangen wird oder eine Mannschaft 150 Punkte erreicht. Die Mannschaft, die den Schnatz fängt, erhält sofort 150 Punkte. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel. Die Zauberschulen sind also sehr spannende und abwechslungsreiche Orte, an denen man viel lernen und Spaß haben kann. Aber wie sieht es mit den Schulsystemen der realen Welt aus und wie vergleichen sie sich mit dem der Zaubererwelt? Nun, das Schulsystem der realen Welt ist natürlich viel komplexer und vielfältiger als das der Zaubererwelt. Es gibt viele verschiedene Länder und Kulturen, die jeweils ihre eigenen Bildungssysteme haben. Es ist unmöglich, all diese Systeme in diesem Video zu beschreiben oder zu vergleichen. Deshalb werde ich mich auf das deutsche Schulsystem konzentrieren, da ich selbst aus Deutschland komme und ich es am besten kenne. Das deutsche Schulsystem ist eines der ältesten und angesehensten Systeme der Welt. Es hat eine lange Geschichte und Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Das deutsche Schulsystem ist auch sehr strukturiert und organisiert. Es gibt klare Regeln und Standards für alle Schüler und Lehrer.
Das deutsche Schulsystem beginnt mit dem Kindergarten, das für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren gedacht ist. Der Kindergarten ist freiwillig und dient vor allem der sozialen Entwicklung und Vorbereitung auf die Schule. Der Kindergarten ist aber kein Teil des eigentlichen Schulsystems. Das Schulsystem beginnt mit der Grundschule, die für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren gedacht ist. Die Grundschule ist obligatorisch und dauert 4 Jahre. In der Grundschule lernen die Kinder die Grundlagen des Lesens, Schreibens, Rechnens und anderer Fächer wie Sachkunde, Kunst oder Musik. Die Grundschule hat keine Noten oder Prüfungen. Stattdessen erhalten die Kinder Zeugnisse mit schriftlichen Beurteilungen ihrer Leistungen und ihres Verhaltens. Nach der Grundschule müssen die Kinder eine weiterführende Schule besuchen, die je nach ihren Fähigkeiten und Interessen gewählt wird. Es gibt 3 Haupttypen von weiterführenden Schulen in Deutschland: die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. Die Hauptschule ist für Schüler gedacht, die eine praktische und berufsorientierte Ausbildung anstreben. Die Hauptschule dauert 5 Jahre und endet mit dem Hauptschulabschluss, der einen Zugang zu einer Berufsschule oder einer dualen Ausbildung ermöglicht. Eine duale Ausbildung ist eine Kombination aus schulischem Lernen und praktischer Arbeit in einem Betrieb. Die Hauptschule hat einen schlechten Ruf in Deutschland, da sie oft mit niedrigem sozialen Status und geringen Zukunftschancen verbunden ist. Das ist aber oft nicht Realität. Die Realschule ist für Schüler gedacht, die eine mittlere Reife anstreben. Die Realschule dauert 6 Jahre und endet mit dem Realschulabschluss, der einen Zugang zu einer Fachoberschule oder einer höheren Berufsschule ermöglicht. Eine Fachoberschule ist eine Schule, die eine fachliche Vertiefung in einem bestimmten Bereich bietet, wie zum Beispiel Wirtschaft, Technik oder Soziales. Eine höhere Berufsschule ist eine Schule, die eine berufliche Qualifikation in einem bestimmten Bereich bietet, wie zum Beispiel Erzieher, Krankenpfleger oder Kaufmann. Die Realschule hat einen mittleren Ruf in Deutschland, da sie eine solide und vielseitige Ausbildung bieten kann. Das Gymnasium ist für Schüler gedacht, die eine akademische oder studienorientierte Ausbildung anstreben. Das Gymnasium dauert 8 oder 9 Jahre und endet mit dem Abitur, dem höchsten Schulabschluss in Deutschland. Das Abitur ermöglicht einen Zugang zu einer Universität oder einer Fachhochschule. Eine Universität ist eine Hochschule, die eine wissenschaftliche Ausbildung in einem breiten Spektrum von Fächern bietet, wie zum Beispiel Medizin, Jura oder Philosophie. Eine Fachhochschule ist eine Hochschule, die eine praxisnahe Ausbildung in einem spezifischen Bereich bietet, wie zum Beispiel Ingenieurswesen, Informatik oder Design. Das Gymnasium hat einen guten Ruf in Deutschland, da es eine hohe Bildung und viele Karrieremöglichkeiten bietet. Die weiterführenden Schulen haben alle Noten und Prüfungen, die von den Lehrern oder externen Prüfern vergeben werden. Die Noten reichen von 1 sehr gut bis 6 ungenügend. Die Prüfungen sind meist schriftlich oder mündlich. Die wichtigsten Prüfungen sind die Abschlussprüfung am Ende jedes Schuljahres und jeder Schulart. Die weiterführenden Schulen haben auch ihre eigenen Traditionen und Regeln, die von Schule zu Schule variieren. Zum Beispiel haben viele Schulen eine Schuluniform oder Kleiderordnung, die vorschreibt, was die Schüler tragen würden oder nicht. Aber das gilt eher für private Schulen und nicht für öffentliche Haupt-, Real- oder Berufsschulen. Viele Schulen haben auch ein Schulfest oder einen Tag der offenen Tür, an dem sie ihre Projekte und Aktivitäten präsentieren können. Viele Schulen haben auch ein Sportfest oder einen Wettbewerb, an dem sie ihre sportlichen Fähigkeiten zeigen. Die meisten weiterführenden Schulen sind also sehr unterschiedlich und anspruchsvolle Orte, an denen man viel lernen muss und sich vorbereiten muss. Aber wie vergleicht sich das mit den Zauberschulen? Und was können wir von Harry Potter Zauberschulen lernen? Nun, es gibt einige Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen beiden Schulsystemen. Zum Beispiel sind beide Schulsysteme sehr alt und traditionsreich. Sie haben beide eine sehr lange Geschichte und einen hohen Stellenwert in ihren Gesellschaften. Sie haben beide eine hohe Qualität und einen hohen Anspruch an ihre Schüler und Lehrer. Sie haben beide eine große Vielfalt und Auswahl an Fächern und Spezialisierungen. Sie haben beide eine starke Kultur und Identität, die sich in den Häusern und den Schularten widerspiegelt. Aber es gibt durchaus auch einige Unterschiede zwischen den beiden Schulsystemen. Zum Beispiel sind die Zauberschulen sehr geheim und isoliert. Sie haben wenig Kontakt und Austausch mit der realen Welt oder anderen Zauberschulen. Sie haben auch wenig Einfluss oder Kontrolle von außen. Sie sind sehr autonom und selbstverwaltet. Die realen Schulen sind dagegen sehr öffentlich und integriert. Sie haben viel Kontakt und Austausch mit der Gesellschaft oder anderen Schulen. Sie haben auch viel Einfluss oder Kontrolle von oben. Sie sind sehr abhängig und reguliert. Ein weiterer Unterschied ist die Art und Weise, wie die Schüler lernen und geprüft werden. Die Zauberschulen legen viel Wert auf das praktische Lernen und Anwenden von Magie. Die Schüler müssen viele Zaubersprüche auswendig lernen und üben. Sie müssen auch viele Zaubertränke brauen oder magische Geschöpfe pflegen.
Die Prüfungen sind meist praktisch angelegt oder mündlich. Die Schüler müssen zeigen, was sie können oder wissen. Die realen Schulen legen dagegen viel Wert auf das theoretische Lernen und Verstehen der Wissenschaft. Die Schüler müssen viele Fakten oder Formeln lernen und analysieren. Sie müssen auch viele Aufsätze schreiben oder Experimente durchführen, die meistens theoretischer Natur sind. Die Prüfungen sind meistens schriftlich oder mündlich. Die Schüler müssen beweisen, was sie wissen oder verstehen. Ein letzter Unterschied ist die Atmosphäre und das Erlebnis der Schule. Die Zauberschulen sind sehr spannend und abenteuerlich. Die Schüler erleben viele fantastische Dinge, wie zum Beispiel fliegende Besen, sprechende Hüte oder magische Spiegel. Sie müssen auch viele gefährliche Dinge überstehen, wie zum Beispiel böse Zauberer, tödliche Flüche oder dunkle Kreaturen. Die Schule ist für sie ein Ort der Entdeckung und des Wachstums. Die realen Schulen sind dagegen oft langweilig und routiniert. Die Schüler erleben viele alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Hausaufgaben, Klassenarbeiten oder Pausenhofstreitigkeiten. Sie müssen auch viele nervige Dinge ertragen, wie zum Beispiel strenge Lehrer, schlechte Noten oder Mobbing. Die Schule ist für sie ein Ort des Drucks und des Stresses. Was können wir also von Harry Potter lernen? Nun, ich denke, wir können von beiden Schulsystemen etwas lernen. Wir können von der Zauberschule lernen, wie man neugierig und kreativ wird, wie man seine Talente und Leidenschaften entfaltet und wie man mutig und loyal ist, wie man seine Freunde und Feinde erkennt und wie man seine Probleme löst und wie man auch Spaß hat an der Schule. Wir können von den realen Schulen einiges lernen, zum Beispiel wie man diszipliniert und organisiert ist, wie man seine Fähigkeiten und Interessen entwickelt, wie man fleißig und verantwortungsbewusst ist, wie man seine Ziele erreicht, wie man mit anderen zusammenarbeitet und wie man sich anpasst. Die Unterschiede zwischen den beiden Schulsystemen haben natürlich auch Auswirkungen auf die Praxis und die Zukunft der Schüler. Die Zauberschüler haben mehr Freiheit und Abenteuer, aber auch mehr Risiko und Unsicherheit. Sie müssen sich oft verteidigen oder verstecken, da sie von der Muggelwelt bedroht oder verfolgt werden. Sie haben auch weniger Möglichkeiten oder Anreize, sich mit anderen Kulturen oder Wissenschaften zu beschäftigen, da sie in ihrer eigenen Welt leben. Sie haben auch mehr Spaß und Magie, die ihr Leben bereichern und erleichtern können. Sie können viele Dinge tun oder sehen, die Muggel nicht tun können oder wissen. Sie können auch ihre eigenen Berufe oder Hobbys wählen, die mit ihrer Magie zu tun haben. Die Zauberschulen sind kostenlos und werden vom Zaubereiministerium finanziert. Es gibt aber auch viele private Zauberschulen wie Solomans, die sehr elitär und geheimnisvoll sind. Die realen Schüler haben mehr Struktur und Ordnung, aber auch oft mehr Druck und Stress. Sie müssen sich oft anpassen oder beweisen, da sie von der Gesellschaft oder dem Staat beurteilt oder kontrolliert werden. Sie haben aber auch oft mehr Möglichkeiten oder Anreize, sich mit anderen Kulturen oder Wissenschaften zu beschäftigen, da sie in einer globalen Welt leben und nicht von Muggeln verfolgt werden. Sie können viel lernen oder entdecken, was die Zauberer nicht können oder wissen. Sie können auch ihre eigenen Berufe oder Hobbys wählen, die mit ihrer Wissenschaft zu tun haben. Die realen Schulen sind meist kostenlos und werden auch vom Staat finanziert. Es gibt aber auch private Schulen wie Internate, die sehr teuer und prestigeträchtig sind. Jetzt nochmal ein kleines Fazit. Beide Schulsysteme haben ihre Vor- und Nachteile und sind nicht ohne Grund so aufgestellt, wie sie es sind. Aber wie dem auch sei, es gibt doch trotzdem einige Punkte, die man verändern sollte. Nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der Zaubererwelt. In der Zaubererwelt zum Beispiel die fehlende Sicherheit. Ich meine, wie würdest du dich als Elternteil fühlen, wenn du dein Kind in die Schule schickst und es auf einmal von einem Basilisken oder einem dreiköpfigen Hund angegriffen wird? Und in der realen Welt gibt es auch viel zu verbessern, wie zum Beispiel der theoretische Unterrichtsstoff, der aber in der Praxis in deinem ganzen Leben nie Anwendung finden wird. Und der Druck, der auf dich ausgeübt wird in der realen Welt, ist auch ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz denke ich, dass beide Schulsysteme so in Ordnung sind, aber auch jetzt nicht hervorragend. Und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt etwas Neues gelernt. Ich finde das Thema sehr interessant und würde gerne eure Meinung dazu hören. Was haltet ihr von dem Schulsystem der Zaubererwelt und der realen Welt? Welches würdet ihr lieber besuchen? Was habt ihr von der Harry Potter Welt gelernt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.